Auch nicht der schönste Spino. Da drüben ist auch nichts. Okay, das sieht schon interessant aus. Aber ich wollte gerade sagen, es sind noch keine Brontos. Diplodocus. Brontos im Mini-Format. Naja, gut. Vielleicht gar nicht verkehrt. Huch, gerempelt. Oh, ein Hirsch in diesen Gefilden. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ein Reh in diesen Gefilden. Es freut mich, dich kennenzulernen. Das sieht ganz cool aus. Wenn der Hals so ein bisschen anders aussieht. So, trotzdem, suchen wir nach einer Kugel. Wir suchen kein Spino, wir suchen kein Bronto, wir suchen kein, Diplodocus, glaube ich. Oh, der Spino, der könnte mir auch gefallen. So, dieses Rot und Lila, das sieht nicht schlecht aus, aber wir haben kein Fleisch dabei. Und auch nichts, womit man jetzt auf die Schnelle ein bisschen Fleisch farmen könnte. Ein Schweinchen. Ein Ankylo könnte man sich auch nochmal zulegen, aber das hat keine Eile. Was haben wir hier drüben? Auch nochmal Hirsche, Rehe und ein Bär. Gut, mit einem Bären möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen. Diese Mini-Brontos, die sind irgendwie schon niedlich. Das ist doch kein Bär, oder? Sieht mehr aus wie eine Mischung aus Bär und Biber. So, ich hasse Insekten, da müssen wir weg. Sind die noch hinter uns? Ich habe keinen Plan, ich glaube nicht. Mal gucken. Was das ist? Ein Bär. Ein Biberbär. Hui, eine ziemlich bunte Population hier jetzt. Das ist ja schon recht nice. Und egal was wir suchen, eigentlich kann man, wenn es nicht gerade ein Mammut ist, denn auch mal hierher kommen. Weil die Bedingungen hier natürlich um einiges schöner sind als im Schneebiom. Und trotzdem finden wir hier keine Kugel. Ich bin entsetzt. Oh, ja. Mit dem Kanu direkt nebenan. Ungern, aber... Tank auf, Tank auf, Tank auf. Tank schneller auf, bitte. Okay. So, weiter geht's. Die Vögel habe ich auch keine Ahnung, ob die irgendwie einen tieferen... Also einen tieferen Sinn, ja, mehr oder weniger. Ob die... oder worin deren Sinn liegt. Ob das jetzt eher... sowas ist wie die Pinguine, die wärmen. Oder ob die wirklich super Kämpfer sind. Oder ob die irgendwas farmen können. Habe ich keinen Plan. Aber so wie die aussehen, da hinten war glaube ich da, läuft einer. So wie die aussehen, sind das wohl eher die Kämpfer. Es gibt hier einfach keine Kugeln für Xyra. Xyra ist zu alt, um mit Murmeln zu spielen. Das ist echt schade. Oh, ich überlege gerade.
Ich meine, das ist hier echt eine ziemlich blöde Umgebung. Aber. Wobei den Sattel für die Paraceras können wir wahrscheinlich auch noch nicht herstellen, ne? Oh, lila Flügel und dunkler Körper ist auch geil. Ich schau mal kurz. Für Paracera. Ah, können wir schon herstellen? Ach so, ja, gut. Plattformsattel. Wieso? Ach so, okay, weil wir zuerst den lernen müssen. Wäre natürlich nicht schlecht. Man braucht ein bisschen länger, um in das Schneebiom zu kommen, aber man könnte da drauf so richtig schön alles lagern, was man braucht, um warm zu bleiben. Die Bedingungen hier sind allerdings auch gerade wirklich böse. Das Viech von hier aus nach Hause bringen, das wäre ein Spaß. Ich glaube, da würde ich das sogar so machen. Ich würde zuerst die Sattel herstellen. Kommst du hier hoch? Nee. Ich würde zuerst die Sattel herstellen, so dass ich den Vogel drauf parken kann. Dann komme ich nur, ich glaube, ich ein bisschen sicherer nach Hause mit dem Vieh. Wenn hier so ein schwarzes wäre natürlich schon recht nett. Aber auch das ist eigentlich das, was wir gar nicht wollten jetzt. Wir wollten eine Kugel zum Leveln. Und eigentlich müssten wir doch Paraceras auch bei uns finden, oder? Auf der Seite. Ich habe gerade schon wieder keinen Plan, ob ich in die richtige Richtung fliege. Doch. Ist nicht verkehrt. So, einmal ab nach Hause. So, dann ist jetzt wohl ein bisschen Handarbeit angesagt. Das ist ja sehr bedauerlich. Ich hatte gehofft, Hilfe zu bekommen, aber nix. Dann läuft's auf Handarbeit hinaus. Sehr, sehr schade. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier auf diesem Waldstück vielleicht auch noch mal so ein, zwei Paras haben. Aber ich glaube nicht, so schlimm ist der Weg auch, glaube ich, gar nicht. Weil wir waren jetzt auch recht schnell hier drüben. Klar, die Viecher sind ein bisschen behäbig und ein bisschen langsam, aber ich glaube, das sollte schon gehen. Sollte denn nicht allzu lange dauern, das Viech nach Hause zu bekommen. Hier haben wir Trikes. Nee, so was Schönes gibt's hier nicht. Also da haben wir irgendwie auf der falschen Seite gebaut. Hier ist es zwar recht safe, aber irgendwie sind wir hier völlig auf der falschen Seite. Gut. Wir setzen ab. Ich werde hier mal schauen, dass ich ein bisschen ihn wieder leer kriege. Nehmen wir auch mit. Bewegungsgeschwindigkeit. So. Du kommst gleich mit mir mit. Ja, du kommst gleich mit mir mit. So, und den Rest, das werde ich denn jetzt echt machen. Nee, toll. Das werde ich jetzt wirklich außerhalb der Aufnahme machen, denn ansonsten würde das, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. Also zumindest das Sammeln. Na gut, das Herstellen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal schauen. Aber ja, nützt ja nichts. Muss ja sein. So. Aber da bin ich da, wann ist das hier echt schön mit Bäumen wieder zugewachsen, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Finde ich schön. Immer noch kein Ei gelegt.
Hier auch keine Eier. Ihr auch nicht? Die Dodos haben keine Eier gelegt? Was ist denn hier los? So. Ich werde mich jetzt erstmal ordentlich ausrüsten mit dem richtigen Zeug und dann sehen wir uns. Ich glaube, zeittechnisch müsste das gleich sein, nicht in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Ich sag mal bis gleich. Tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ark. Wir sind, Moment, Level 50. Ja, ich habe ein bisschen Steine gesammelt und ein bisschen Steinwände hergestellt. Allerdings, dadurch, dass hier vorne alles wieder vollgespawnt war, Bäumen und Büschen, sind natürlich auch wieder ein paar Tierchen mitgespawnt. Und die habe ich ein bisschen weggemacht und das hat natürlich auch ganz gut EP gegeben. Ich habe dabei, Ich habe dabei Contamina mal ein bisschen mitgeskillt. Und, ja, jetzt... Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur deine Kacke haben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir denn mal einen Sattel für die Kleine rankriegen. Leder haben wir genug. Dadurch, dass wir hier denn auch die ganze Zeit dann noch den Respawn gekillt haben, damit wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Denn wir haben einen Verlust zu beklagen. Mehr oder weniger. Und zwar wurde unser hässliches Terra-Viech gekillt. Dadurch, dass die aus irgendeinem Grund hier hinten saß und ich nicht mitbekommen habe, dass da ein Dilo gespawnt ist. Habe ich echt nicht mitgekriegt. Passiert halt. Und das war aber dann der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, bevor das jetzt hier einem wichtigen Tierchen passiert, werden wir doch mal ganz schnell ein bisschen aufräumen. Und deswegen habe ich auch die ganze Vegetation mal wieder ein bisschen nach hinten gerückt und ja. Ja. So, wir haben jetzt allerdings ein Problem, bevor wir an einen... Was nehme ich denn mal mit? Nimm mal hier vor ein paar mit. Bevor wir an einen Dilo-Sattel kommen, Quatsch, nicht Dilo-Sattel, an einen Kano-Sattel kommen, müssen wir erstmal Metall besorgen. Wir müssen erstmal Metall besorgen, das ist aber kein Problem, denn das Schöne ist, so, die kommen hier rauf, so, denn das Schöne ist, wir holen der Metall an unserem, ja, ich sag immer noch Brontoberg, an unserem ehemaligen Brontoberg, genau, einmal nachladen. So. Und da gibt es nämlich ein neues Biom. Das war nämlich die Safe Zone. Ja, jetzt weiß ich es auch, es hat viel Spekulation noch gegeben, aber das war die Safe Zone. Die Safe Zone, die wird jetzt wohl immer eingerichtet, wenn irgendwo ein neues Biom kommen soll. Und wir haben da jetzt wohl, soweit ich das richtig mitbekommen habe, ein, so ein Rotwaldbiom. Also soll super toll aussehen, ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, die Grafik ein Stück höher zu stellen. Ich hatte die ja beim letzten Mal wieder ein bisschen niedriger gemacht, aber gut, wir werden es, denke ich, überleben. Ja, Sache bei diesem Biom ist, dass man wohl die Bäume nicht fällen können soll. Ich weiß nicht, ich probiere es natürlich gleich einmal aus. Soll aber total schön sein. Ja, und hier sehen wir es ja eigentlich schon. Das ist ja schon der Rand zu dem Ganzen. Also, ja, kann gefallen, kann gefallen. Ich fliege da gleich nochmal rein. Man will das denn ja auch... einmal ordentlich sehen. Kann ich hier einmal gefahrlos landen und leer machen? Nein. Kann ich nicht. Okay, der wackelt da jetzt rum. Ich probiere es nochmal aus. Da kommt er gleich wieder. Ich glaube, mit ihm hier kann ich nicht kämpfen. Doch ein bisschen. Ich glaube, das würde schneller gehen, wenn ich einmal absteige. Nö, schon gut. Na klasse, jetzt haben wir hier auch noch diese Viecher.
Okay, für eine grüne lohnt sich das nicht. Ganz ehrlich, Leute, dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Ja, wenn ich sowieso hierher komme, hätte ich vielleicht mal doch meine Betäubungspfeile mitnehmen sollen, falls wir eine Kugel finden, aber gut, wir sind ja jetzt eigentlich auch gekommen, um Metall zu holen. Alter Scholli. Das gefällt mir wirklich gut. Das sieht so richtig nach Wald aus. So richtig, wie man sich einen schönen Wald vorstellt, durch den man mit dem Hund gehen kann. Das ist echt grandios. Ich will jetzt mal ganz kurz eine kleine Stelle haben. Ich meine, die Dicke der Bäume verrät ja eigentlich schon, dass man das wahrscheinlich tatsächlich nicht fällen kann. Verdammt, verdammt, verdammt. Vogel, komm her. Oh, nicht diese dusseligen Viecher. Hallo, dürft ihr bitte aufsteigen? Hallo. Oh, ich hasse es, diese blöden Anzeigen. So. Da. Okay, ja, wie in jedem Wald gibt es auch Insekten. So können wir uns hier hinsetzen. Ich teste jetzt wieder einmal kurz. Ja, geht. Doch, kann man aber fällen. Gut, wurde mir jetzt gesagt, kann man nicht fällen, aber gut, macht ja auch nichts. Aber das Biom an sich, das finde ich echt schön. Man könnte sich natürlich auch später hier hinsetzen. Und was jetzt dazugekommen sind, finde ich auch irgendwie sehr cool. Wobei ich auch erstmal gucken muss. Vielleicht stelle ich mir darunter ja auch wieder viel mehr vor, als es nachher tatsächlich ist. Aber es gibt Baumhausstrukturen. Und das würde ich natürlich auch recht cool finden, ne? Und das sieht auch cool aus. Also so hier mit dem schwarzen Geweih und so. Komm, wir fliegen hier weiter. Eine Kugel und ich wusste es, ich hätte mitnehmen sollen. Verdammt, hole ich noch? Welches Level hast du? 34, 34 würde ich sogar nehmen mittlerweile. Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt oder warten wir jetzt tatsächlich ab? Bis wir einen Argentavis haben und den auch mit nach Hause tragen können.